Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Port von Pokémon Stadium. Bei unseren letzten Runden hatten wir mit Raichu ultimativen Glück gehabt, dass wir bisher nicht verloren haben. Das könnte sich jederzeit ändern. Deswegen ist Raichu hier mal nicht das erste Pokémon. Denn ab jetzt kommt nämlich die vierte Runde mit schwereren Kämpfen. Wir dürfen also gespannt sein, was uns alles noch erwartet. Spannung im Publikum weg. Die vierte Runde beginnt. Ich habe es übrigens geschafft. Ich habe meinen Nintendo-Account mit Pokémon Home fürs Handy verlinkt. Jetzt kann ich intern GTS benutzen und Pokémon tauschen. Wer also bestimmtes Pokémon von mir haben will, wie zum Beispiel Shiny oder so, wenn ich irgendwann mal eins haben sollte, könnte ich es da reinstellen und ihr könnt es euch holen. Auf jeden Fall kann ich jetzt in meinen Wunderboxen etliche Pokémon zum Tausch anbieten, welche dann auch getauscht werden. Es sieht aber fast so aus, als hätte ich mir Nidoking eine Arschkarte gezogen. So eine halbe. Er hat das Traumato niedergekriegt, aber ich habe eigentlich mehr gehofft. Er setzt Feuer-Pokémon ein. Naja, kann man nichts machen, wa? Jedenfalls geht es immer weiter und Glutexo. Es muss jetzt einiges wettmachen. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Genau das habe ich gehofft. Wie kommt denn das? Nein, das sieht gar nicht gut aus. K.O. Das hat nicht gerade lang gedauert. Schade, dass Glutexos hier so schwach sind. Dabei haben die so viel Potenzial. All die Pokémon auf dem N64 waren sowieso das Beste, was es eigentlich gab, wenn man das so sieht. Ich meine, die 3D-Modelle waren zwar immer noch recht kantig, aber die waren schon längst nicht so kantig wie manche frühere Figuren. Und die haben vor allem auch Details wie Fell. Zumindest ein harter Treffer. Im Falle der perfekter Treffer. Der Modell. Unglaublich. Mit einem Angliederungen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und so ist innerhalb von 3 Minuten der erste Kampf wieder vorbei. Es sieht so aus, als ob das hier, wenn wir jetzt nicht auf einen harten Gegner treffen, eine 10-Minuten Angelegenheit. Denn jetzt sind wir nämlich genau ab der nächsten Hälfte. Die nächsten 4 Trainer stehen an. Und somit auch die Herausforderung, die hoffentlich mal ein bisschen härter wird. Elektro-Pokémon. Ein Fall für Nidoking. Und nur ein Wasser-Pokémon dabei. Die zweite Hälfte des Turniers beginnt. Die Sache wird langsam spannend. Auf in die 5. Runde. Es kam schon wieder etwas, was ich nicht erwartet habe. Ein Porygon vom Normaltyp, aber kompatibel mit den verrücktesten Attacken. Deswegen schlagen wir mit Nidoking jetzt zu. Ein kraftvoller Angriff. Ein wirklich kurioser Blitzschlag. Und der ist schon fast tot. Oh, Scheiße. Ein harter Treffer. Es macht zwar weniger weg. Aber mit einem Volltreffer habe ich jetzt nicht gerechnet. In der ersten Runde auf Übrecher. Shit! Das könnte ein einseitiger Kampf werden. Oh Mann. Scheiße! Ich habe das falsche Pokémon eingesetzt. Es muss jetzt einiges wettmachen. Was ist kein Mega? Oh nein, ich war immer noch auf dem Moveset von Arena-Leiter Pro fixiert. Weswegen ich jetzt Mega-Sauger gemacht habe. Mist! Mann, ich versau's gerade. Mit einem Schlag. So sieht es aus! Oha, da hat jemand das Ball. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Nee. Der hat überhaupt nicht die Attacken getroffen, die ich vermutet habe. Shit. Der entsetzliche Nachtnebel.
Diesmal enttäuscht mich Gengar etwas. Hätte vielleicht doch ein anderes Pokémon wählen sollen. Vor allem, jetzt kommen sie ja die. Wetten, jetzt kommen die, die wir eigentlich für Nidoking nehmen wollten. Ringfrei für Mankey. Keyman. Ich mag diesen Namen so. Keyman. Vor allem, da kann der auch noch Metronom. Das war ein Konfusstrahl. Nur Anfänger bringen ihren Geistern Metronomen bei. Duplex Heb. Was? Hoppla, es greift sich selbst an. Was sagt ich? Sie schenken sich wirklich nicht. Na los, Mankey. Metronom Battle, jetzt. Hier ist der Angriff. Ein guter Treffer. Es ist nicht mehr verwirrt. Scheiße. Feuersturm! Oh Mann! Ein sehr rasanter Kampf! Ja! Cool! Cool! Scheiße! Eine ätzende Giftwolke! Ihr Angriff zeigt keine Wirkung! Der Kampf wird immer Genesung. Wisst ihr, was ich zu... Was geht ich bin auf die untere C-Taste gekommen. Scheiße. Somit ist der Metronom-Battle zu Ende schalten. Eigentlich wollte ich eine Metronom-Attacke einsetzen. Oh Mann. Wie kann man sowas nur verkraften, ey? Are you serious? Du hattest nicht ein einziges Elektro-Pokémon eingesetzt. Der aktuelle Stand ist dafür kann ich mich aufladen. Erstmal das. Was nun? Es ist verwirrt. Ich mag, wie Kingler läuft. Und wir verbrennen. Schlag dich selbst! Oh oh, es ist verwirrt. Ja, wie das läuft, finde ich toll. Die Animation von Kingler fand ich schon immer witzig. Und jetzt Metronom. Komm, komm. Are you serious? Das ist eine Anfängerattacke. Hätte ich auch nicht mehr sauber nehmen können. Echt, ey. Und es brennt weiter. Schlag dich selbst. Ein kraftvoller Angriff. Ja, ein Treffer. Beide Pokémon haben noch genügend Kraft. Das wird jetzt ein ultramatives Metronom-Battle. Was ist das? Weil ich mit Metronom kämpfen will. Obwohl ich es schon längst hätte zu Ende bringen können, aber... Ach, was soll's. Es ist nicht mehr... Nein! Nein! Ja, ein Treffer. Blubberblasen. Okay, das Spiel ist vorbei. Was geht ab? Eine sehr effektive Attacke. Oh, ist das Ende? So, genug mit Spaß. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Eigentlich dachte ich, ich könnte mit Metronom Battles gewinnen, aber... Metronom eigentlich eine PTP in Dings? Wäre geil, wenn ja. So, nächstes. Noch drei Kämpfe liegen vor uns. Ein Wanderer mit einem Stein-Pokémon. Rell. Ich habe ja auch selber einen Keyman. Sich langsam. Wir sind in der sechsten Runde. Und ja. Seemon. Sehr häufig als Drachen-Pokémon bezeichnet in der ersten Generation. Trägt aber nicht den Elementtyp Drache. Es setzt Donnerwelle ein. Muss ich sagen, fand ich schon immer merkwürdig. Wie wird der Trainer reagieren? Aber ich erinnere mich gerade, ich hatte mal eine Seemon-Figur. Das war zwar vollständig lila. Ein sehr rasanter Kampf. Wie gesagt, es war vollständig lila.
Aber das Ding ist, das war auch so ein chinesisches Knock-Off-Spielzeug, sagen wir es mal so. Und ihr wisst ja, ihr kennt sich ja, chinesisches Knock-Off-Spielzeug ist ja immer beim Chinesen das billigste Spielzeug, was zu kaufen habt. Und das stellt dann immer Pokémon ganz komisch dar. Zum Beispiel verdammt komisch diese Sicht, aber damals war Sebon wirklich das Akkurateste, was ich hatte. Und das war noch zu der Zeit, wo die gesamten Knockoffs-Produkte zusammen mit den Originalprodukten alle verkauft wurden. Und das immer in denselben Laden. Da gab es einmal die von Hasbro. Oh, daneben. Da gab es ja einmal von Hasbro die ganz teuren Figuren, die aber auch zur Zeit, zu unserer Zeit damals die besten waren, die jeder haben wollte, mit den Plüschtieren von Hasbro und den anderen Spielzeug von Hasbro. Und dann gab es noch dazu noch die chinesischen Plüschtiere und Produkte und T-Shirts und dann noch die Pokémon verarschen. Das gab's alles mal in einem einzigen Laden. Und ich erinnere mich gerade daran, dass ich 3 oder so Plüschfiguren habe, von denen ich nicht mehr sicher bin, ob die überhaupt Originale waren. Aber damals waren das die besten Dinge, die wir hier hatten. Mann, Mankey ist gut. Ja, und aus dem bestand früher unser Spielzeug. Wenn ich mir das jetzt so angucke, aus der Sicht eines Liebhabers, finde ich es doch scheiße, dass die Chinesen sehr viel klauen. Das sind wirklich, die nehmen es wirklich Marken und klauen sie und machen daraus sowas wie Raubkopien. Und wie komme ich denn bitte schön auf das Thema? Das hat folgenderweise zu tun. Es gibt ja auch zum Beispiel... Oh, scheiße. Er kennt sicher Papo. Scheiße, Rihorn kann ein Problem werden. Papo zum Beispiel bringt ja voll die geilen Figuren raus. Mit voll den geilen Details heutzutage. Und die sind einfach so da, wie sie da sein müssen. Und haben auch ihre Qualität. Es ist eine Manufaktur aus Deutschland, die Figuren herstellt. Seit einiger Zeit schon. Aber die sind jedes Mal immer besser geworden. Und dann kam irgendwann die Niederlagen. Nee, dann kam irgendwann mal... Hast du verloren? Nein! Mann, ich hab verloren. Jedenfalls kommen dann auch dann die ganzen Chinesen, machen ihre eigenen Dinger, aber auf Kosten von Papo-Figuren. Das heißt, ich nehme irgendeine Papo-Figur, machen dann ihre eigene Gussform, machen dann ihre eigenen Figuren, malen sie dann noch scheiße an. Ich glaube, ich habe eine Herausforderung gefunden. Malen sie noch scheiße an. Beziehungsweise nicht so korrekt, wie sie sein sollten. Und machen sehr viele detailliche Fehler und so. Und machen das alles billig. Aber wirklich, wirklich billig. Und das ist das Problem. Theoretisch ist es illegal, dass man Figuren klaut und seine eigenen verkauft. Oh nein! Warum muss jetzt am anderen... Hat Donnerwelle eigentlich noch eine Wirkung oder zählt es als wirkungslose? Was machst du da? Are you serious? Würdest du mich töten können? Monsee. Alter, der hätte mich töten können. Es ist Donnerwelle. Oh, es
ist paralysiert. Oh. Sie scheinen ihre Stärken auszuloten. Na jedenfalls. Ist das der Grund, warum ich sowas jetzt heutzutage nicht mehr gut finde? Es ist erstens alles billig gemacht. Zweitens sieht man jetzt erst, was für eine Qualität sowas hat. Es geht doch schnell kaputt. Natürlich hast du daneben gehauen. Und genau deswegen bevorzuge ich jetzt immer irgendwie auch teilweise Originalware. Wie kommt denn das? Oh, was? Bist du bescheuert? Ich weiß, du bist nicht dasselbe, Raichu. Niemand ist hier gleich. Aber trotzdem. Nimm dich mal zusammen, ey. Sie schenken sich wirklich nichts. Nimm dich zusammen, ey. So sieht es aus. Ich hab doch gesagt, nimm dich zusammen. Oh, come on. Ja, ein Treffer. Es ist am Boden. Ich kann das nicht ansehen. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Und dann habe ich nur Sichlor mit. Sichlor! Sichlor! Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Es kann sogar sein, dass ich mir damit jetzt die Arschkarte gezogen habe. Ein Spitzentreffer. Ich meine, das Dämon ist so stark. Das Rihon. Ein sehr rasanter Kampf. Überstrahlen wollen physische Attacke, richtig? Alter, warum kannst du so scheiß Attacken? Pokémon fährt in seinen Pokéball zurück. Rihorn. Was ist das? Der Treffer hat kaum Schaden verursacht. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Ich bin im Arsch! Was geht ab? Der Angriff war nicht gerade effektiv. Das kann doch nicht wahr sein. Und das war's. Die Pokémon auf der Reservebank. Warum verliere ich jetzt? Das lief doch alles so gut. Das ist doch ein Fail. Ich hätte schon längst fertig sein können, aber nein. Der Kampf ist scheiße, nein. Ich habe das falsche Attacke gemacht. Das Ding ist, der Verteidigungswert, also der Spezialverteidigungswert. Oh nein. Der Spezialverteidigungswert und der normale Verteidigungswert. Die wurden früher miteinander verbunden. Der Spezialverteidigungswert und der Spezialangriffswert, meinte ich. Ja, die wurden früher miteinander verbunden. War nicht sehr effektiv. Ja klar. Den kann gar nicht an mir. Ja, ein Treffer. Das war doof. Oh, ist das das Ende? Jetzt weiß ich wieder, wo die größte Herausforderung lag. Nämlich da drin. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Das ist auch dämlich. Gut, ich habe noch 3 Leben. Jetzt habe ich sie richtig schön gesammelt und jetzt verplemmere ich die alle bei diesem Wanderer. Was ich machen kann. Ja. Das Feld lichtet sich langsam. Wir sind in der 6. Runde. Nidoking! Du hast mich schon so oft gerettet. Und das könnte ein Fail werden. Wir versuchen es einfach. Und natürlich! Ein
Natürlich. Als ob. Ach komm. Das ist doch nicht wahr. Welch furioser Blitzstart. Raichu! Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Und jetzt stirb, du Wasserspritzpistole! Sie verfehlt! Was passiert jetzt? Das ist nicht wahr! Wieso fehle ich auf einmal so dermaßen? Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kommt denn das? Endlich. Geh weg, Mann. Lass dich nie mehr blicken. Welches Pokémon? Ich habe wegen dir ein Pokémon verloren. Ein wichtiges. Okay, diesmal. Beide Pokémon gehören diesmal ist es Knuddelo. Verschiedenen Elementklassen an. Los! Es setzt Donnerwelle ein. Oh, es ist paralysiert. Oh, es kann Mega Kick. Mega Kick. Dampfhammer. Es ist am Hätte ich das hier machen können, war. Hätte ich machen können. Dafür kommt jetzt Mankey. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Los, Mankey! Ring frei für Mankey! Nun heißt es ein Pokémon gegen zwei. Der Kampf geht weiter. Konter oder Dings? Ich glaube, ich mache einen Konter. Los, greif an! Es ist vollständig paralysiert. Immer wenn ich es drauf auslege, ja. Immer wenn ich es drauf auslege, kommt dieses Knuddelluft mit seinem Feldern und dann. So sieht es aus! Überlebe! Nein, nein! Oh! Oh! Und Unbesiegbarkeit! Hier ist die Vergeltung! Ein böser Treffer! Ich bin aber so im Arsch! So im Arsch! Beide Trainer. Ich habe auch ein Pokémon. Ich hätte vielleicht. Ich habe keine Chance. Ring frei für Rihon. Oh, es ist sehr gut in Form. Beide ja, danke dafür, ja. Ich habe schon Widmung geschafft. Alter! Was ist dein fucking Problem? Ich kann machen, was ich will, ich kann nicht kontern, kann nicht schaufeln, ich kann höchstens den Füß kicken. Mir bleibt nur Füß kicken. Was geht ab? Ich war Füß kicken, kann ich! Erdbeben! Ja, ein Treffer! Und das war's! Scheiße! Ich muss ernsthaft überlegen, was ich tue. Bis ich das rausgefunden habe, schaut dann im nächsten Part wieder rein. Denn da werde ich nämlich auf jeden Fall eine Strategie ausgearbeitet haben gegen den Wanderer. Ich werde jetzt speichern und aufhören. Denn das war's nämlich für heute mit der Session. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall hundertprozentig wieder beim nächsten Part. Also bis zum nächsten Mal und bis bald, liebe Leute.